Warnung vorneweg, dieses Video könnte wieder Spuren von Schwerstarbeiterhänden enthalten. Wen das stört, sollte abschalten. Alle anderen sehen heute, wie ich einen leckeren Chorizo-Kuchen zum Vatertag mache. Na, ich hoffe zumindest, dass er lecker wird. Versuch macht klug. Geh mal rüber, leg mal los. So, was habe ich mir denn alles hergerichtet? Salz, Pfeffer, den Ultimate Steakpfeffer. Dann haben wir hier ungarischer Paprika, edelsüß. Dann habe ich hier noch weißen Sesam und schwarzen Sesam. Frühlingszwiebeln, Lauchzwiebeln, bisschen Knoblauch, die Chorizo. Wo habe ich denn die eigentlich her? Genau, die habe ich auch bei meinem Steakshop mitbestellt gehabt. Dann habe ich zwei Eier, zwei Toastbrötchen, vielleicht brauche ich noch mehr und ein bisschen an Bacon. Ja, ob ich nachher noch eine Form brauche, das sehen wir dann, wie die Masse in der Konsistenz ist. Weiß ich noch nicht. Dann werde ich jetzt erstmal die Toastbrote etwas in Milch einweichen. Genau. Also wir machen das eigentlich wie ein Fleischpflanzerl. Nur größer. Gut. Ich würde sagen, ich schlupfe in meine Handschuhe rein und dann können wir auch schon loslegen. Die Toastbrote reißen wir bloß etwas kleiner. Wir schütten da ein Schluckerle Milch drüber. So, das reicht uns schon. Dann können wir schon die Eier mit reinkloppen. Na, geh auf jetzt. Dann können wir auch schon an unsere Chorizo gehen. Welches Messer nehme ich denn? Nein, das hier. Die tun wir ganz einfach enthäuten und mit in unsere Schüssel rein. Dann können wir euch auch schon unseren Knoblauch schälen und klein hacken und danach auch die Frühlingszwiebeln. Dann wären wir ja eigentlich soweit schon fast fertig. Halt, der Bacon muss auch noch rein. What is this? Ach, das wird ein bisschen Gemansche, mein Schatz. Ein bisschen Chorizo-Kuchen. Ich hoffe, du isst nachher mit. Alles alleine essen muss. Zwei Frühlingszwiebeln reichen da. Warum nehme ich Frühlingszwiebeln und keine normalen Zwiebeln? Mir war einfach danach. Ich wollte einfach die Frühlingszwiebeln drin haben. Ja, das ist der ganze Grund. Man kann natürlich auch ganz normale Zwiebeln nehmen. Was jetzt noch eine Möglichkeit wäre, wäre Paprika oder Tomaten. Einfach alles, was man noch daheim findet oder was man drin haben möchte, dass man das einfach mit reinwirft. Einfach, dass die Baconstreifen ja ein bisschen kleiner sind. Schmecken schon sehr hervorragend. Salz brauchen wir da gar nicht mehr viel. Noch etwas Pfeffer. Also alles wieder rein nach Gefühl. Deswegen gibt es hier auch wieder absolut gar keine Mengenangaben. Und dann knet man das Ganze erstmal richtig ordentlich durch.
Und danach wird man dann wissen, ob wir eine Form brauchen oder nicht. Ein bisschen arg weich, matschig. Ja, mein Schatz reißt mir hier gerade noch ein Toastbrot zusammen und das kommt auch noch mit rein. Und dann denke ich, schaue ich mal, ob ich irgendeine Form kriege oder finde, wo wir die ganze Masse hineintun können. Mein Schatz, hast du mir was? Mit Boden oder ohne Boden? Ja, in dem Falle wäre es fast mit Boden besser, bevor es unten rausfällt. Aber wir können auch ein Blechel oder irgendwas. Ich habe nichts mit Boden, ich backe immer ohne Boden. Du backst immer ohne Boden? Ja. Dann nehmen wir unten die Grillmatte vom Grillmatz. Und stellen einen Ring oben drauf. Das hätte ich dann gleich von dir fallen. Wie du möchtest. Du kannst mir auch ein Herz geben, wenn du hast. Wie groß Durchmesser? Für die, dass wir gerade so diese Masse hier hineinbekommen. Wie hoch sollte es sein? 1 cm, 2 cm? Ungefähr so. Soll der Boden sein? Oder vom Durchmesser? Vom Durchmesser denke ich mal so und so. Wieder die Grillmatte in Einsatz. Unsere Masse ist auch soweit fertig. Dann fangen wir hier zum Befüllen an. Ich sehe gerade, ich habe meinen Sesam noch gar nicht aufgemacht hier. So Leute, und das Topping kommt jetzt noch weißer und schwarzer Sesam drüber. Wo ihr das Ganze nachher macht, auf dem Gasgrill, auf dem Holzkohlegrill oder im Backofen, ja, das bleibt ganz allein euch überlassen, so wie ihr das möchtet. Hauptsache das Ding kriegt Hitze ab. Gut, schon weiß. Dann würde ich mal sagen, ich springe jetzt raus, heiz endlich den Grill an. Mein Schatz lacht schon wieder im Hintergrund und dann sehen wir uns draußen. So Freunde, ein paar Kohlen angefeuert, gebrauchte, man sieht es ja. Und dann wuchten wir das Ganze hier einfach drauf und warte. Heiß. Gott, Sakramente, fix, Halleluja. Gott, sei das erhitzt. So, und dann warten wir ganz einfach, bis es fertig ist. Dauer? Keine Ahnung, ich weiß es absolut nicht. Wir werden sehen. Eine Viertelstunde später schauen wir ganz einfach mal schnell rein. Jo, es tut sich was. Unten brodelt und blubbert. Ja, dann warten wir es ab. Nach einer guten halben Stunde. Grill läuft auf 175 Grad. Ja, sowas. Ha, sieht prima aus. Und der Duft ist auch lecker. Gut, lassen wir es weiter drin. Ja, jetzt ist es soweit. Knappe Stunde bei 175 Grad. Schauen wir, ob wir das Ding jetzt so runter operieren können. Geht wunderbar. Und dann werden wir das hier gleich aus der Form rausholen. Bitte schön. Nimm mal mit rüber. Vorsicht, das könnte heiß sein. Und hier schmeißen wir jetzt einfach noch schnell Toastbrote drauf. Bist du hier schon am Operieren? Sieht doch richtig gut aus. Der Chorizo-Kuchen.
Falsche Messer habe ich auch. Oh. Ja, so sieht er von innen aus. Und dann denke ich mal, hole ich jetzt die Toastbrote runter und dann gibt es ein Probiererchen. So, jetzt kommt das Probiererle. Stelle ich mir hier einfach mal die Spitze ab. Und ab in den Hals. Lecker. Wer randaliert hier? Keiner. Leute, wer Chorizo mag, der sollte es ausprobieren. Klare Nachmachempfehlung. Wie gesagt, es war jetzt knapp eine Stunde drauf bei 175 bis 180 Grad. Ein leckeres Mittagessen. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war's. Ciao. Hey, noch ein kurzer Nachtrag. Was jetzt auch noch ganz, ganz, ganz lecker gewesen wäre, wenn ich in den Chorizo-Kuchen in die Mitte noch einen Käse reingepackt hätte. Also das wäre noch eine geile Sache gewesen. Ja, das ist noch mein Tipp dazu. Aber Leute, ich gehe jetzt Video bearbeiten. Ja, und anschließend in die Werkstatt zum Schrauben. Ich muss noch was an meinem Polo machen. Vatertag ausnützen. Also dann, ciao.